Hier ist mal wieder eure Axt im Walde und wir sind mal wieder dran bei einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest? Und ich sag mal willkommen, ja, in der Version 0.15 bzw. 0.15 Beta. Da gab es schon keinen Hotfix, da komme ich später noch kurz drauf zu sprechen. Ja, es gab ein paar neue Änderungen, aber nicht so viele, wie man vielleicht denken möchte. Das kommt noch, aber auch da komme ich noch drauf zu sprechen. Ja, grundlegend, sag ich mal, gibt es ein paar neue Items. Hier ganz neu dabei die Kletteraxt, Climbing Axe hier genannt. Ich habe mir das Ding schon gekrallt. Ja, ist hier gut zu sehen, mit dem kann man auch zuschlagen und ich sag mal, ja, ein paar Viecher und auch Gegner umbringen. Aber grundlegend ist das zum Klettern gedacht, wie der Name schon sagt. Und ja, muss hier aber zugeben, ganz offen und ehrlich, ich habe noch nicht herausgefunden, wo es hier diese speziellen Kletterfelsen gibt, auf denen man klettern kann. Was wir hier uns in der neuen Version nicht angucken werden, genauso wie die Kletterfelsen und das Klettern an und für sich in der neuen Version, ist dann noch die neue Deko von den Kannibalen, ja. Die haben in den Dörfern und hier ein paar Plätzen, wo sie rumsteigen, sag ich mal, haben die hier eine Deko bekommen, sogar eine Käfige, das werden wir uns wahrscheinlich nicht angucken. Auch unsere Miss Nudity Rape, ja, die Spinnenkönigin, die hat ein paar neue Animationen bekommen. Die kann jetzt ausweichen, springen, die wird ganz, ja. Der wird da ganz schwummelig, wenn man ihr was hinwirft. Gut, es gibt auch neue Viecher, das sind die Wildschweine. Und ich sag mal, die Wildschweine, die werden wir wahrscheinlich später noch bestaunen. Ja, der Topf auch neu. Der glänzt jetzt ein bisschen. Ja, das hier gerade nicht allzu gut zu sehen, aber der Topf, der glänzt jetzt hier mit so einem Icon. Ja, nehmen wir gleich was mit. Und auch das Tauchgerät, das habe ich aber schon. Ja. Das Wildschwein, wie gesagt, das gucken wir uns im Anschluss noch an. Wir haben hier auch ganz neu dabei, das sind hier Fischerstände der Eingeborenen. Ja, kann man jetzt hier nicht besteigen, da ist auch keiner drauf. Da tut sich rein gar nichts. Ja. Das sieht einfach nur so aus. Ja, genau. Das ist auch neu. Und ich sag mal, ich komme hier im Anschluss zu den Neuerungen aus der neuen Version auch noch auf die Mod-AP zu sprechen. Ja, Soul Drinker ist back quasi. Aber dazu mehr später. Ja, ganz neu in der aktuellen Version ist hier das auch die Upgrades. Ja, man sieht es hier gut. Ich habe die Federn dran. Die bleiben jetzt hier auch gespeichert. Ja, das ist verbessert worden. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Der Schildkrötenpanzer. Ich denke mal, der ist jetzt gerade hier. Ja, hier hinten ist der. Der ist jetzt hier auch im Inventar drin. Kann man hier anwählen und mitnehmen. Ja. Das ist auch eine gute Neuerung. Der ist jetzt hier hinten dabei. Ja. Und die Töpfe, das ist eine wunderbare Sache, wenn es hier zum Beispiel regnet. Wir haben hier, ich sag mal, nicht gerade das beste Wetter. Aber regnen tut es auch nicht gerade. Aber wenn ich hier jetzt hier rumlaufe und es regnet, dann füllt sich mit der Zeit der Topf und ich habe hier gutes Wasser zum Trinken drin. Ja. Currently empty. Ja, zurzeit ist nichts drin. Ich nehme hier auch wieder meine Axt mit. Ja, habe hier ein bisschen was gebaut. Auch ganz neu. Ja, mit dem Schlitten geht es wieder vorwärts. Kann man hier überall rumfahren? Nee, dich will ich nicht. Ja. So. Und eine Neuerung ist, ich kann jetzt auch die Körper hier mit der Taste C drauflegen auf den Schlitten. Mit dem Schlitten hier durch die Gegend fahren. Ja, die bleiben da drauf. Das ist eine komische Neuerung. Ich weiß auch nicht, warum das eingebaut wurde.
Ja, aber so ist das nun mal. Ist hier ganz nett. Was auch noch neu dabei ist, es gibt jetzt hier ein Bett. Wir können ein Bett bauen. An diesem Bett, wie zu gut zu erkennen ist, lässt sich hier speichern und schlafen. Ja, lässt sich auch frei hier irgendwo draußen rumbauen. Ja. Eine Art Unterkunft. Zusätzlich auch ganz neu, hier gibt es so ein Totenkopffeuer. Ist nicht gerade, ja, ich sag mal, das hellste Feuer, aber auf jeden Fall bringt das ein bisschen was. Hier hinten, ja, wir haben wirklich nicht gerade ein gutes Wetter. Hier hinten, das ist ein Schießstand, ja, aus Holz, gebastelt hier, mit blauer Farbe. Kann man hier zum Verbessern. Ja, wo ist denn? Den muss ich wohl noch bauen hier, ne? Gut, haben wir den auch gebaut. Kann man hier zum Verbessern der Zielfähigkeiten verwenden. Ja, ganz neu auch dabei. Die Pfeile kann man jetzt abnehmen. Die sind korrekt überall abzunehmen. Fliegen auch ordnungsgemäß durch die Gegner hindurch. Oh, da haben wir schon wieder Freunde zu Besuch. Ja, bleiben also ordnungsgemäß stecken, sind auch abzunehmen. Wir haben hier noch ein bisschen Deko, ist jetzt gerade schlecht zu sehen. Hier ist ein Fell, ja, an der Wand. Dann gibt es hier noch Totenköpfe. An der Wand, die kann ich mir hier dran basteln. Und das Fell kann ich auch auf den Boden legen. Ja, ist ein bisschen schwierig, das auf den Boden zu bekommen, aber funktioniert. Ja. Ja, ich sag mal, das sind im Großen und Ganzen sind das die Neuerungen hier aus der neuen Version. Viel mehr gibt's hier nicht zu sagen. Ja, sind, wie gesagt, sind nicht gerade viel, aber ein paar markante Änderungen hierbei. Das rührt auch hauptsächlich daher. Ja, komisch. Ich dachte mir, der ist hier tot. Ja, da geht mal wieder was nicht ganz mit rechten Dingen zu. Auf jeden Fall, das rührt auch daher, dass hier nicht gerade viele Änderungen in der aktuellen Version zugegen sind, dass die Entwickler gerade umstellen auf die Unity 5 Engine. Ja, ganz wichtig. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit und das will auch ordentlich gemacht sein. Da haben wir dann auf jeden Fall schönere Grafik, alles ein bisschen schöner und flüssiger. Ja. Gut, und ich hätte gesagt, wir gucken uns an die neue Funktion oder die neue Mod-API von Souldrinker. Ist wieder hier dabei auf www.mod-api mit Anton Paula Ida geschrieben.de. Könnt ihr euch die Mod-API holen. Ich habe mir hier das. Es gibt mehrere Funktionen. Es gibt hier das Cheat-Menü. Es gibt dann hier, was gibt es noch? Ja, überall speichern lässt sich aktivieren, Gebäude entfernen und auch mehrere Speicherstände. Ich habe mir hier das Gebäude entfernen. Das habe ich hier reingemacht. Ja, mit der Taste T bekommt man, das habe ich mir hier raufgelegt auf die Taste T, bekommt man hier so ein Symbol und ich kann auch direkt. Das nicht, nee, nee, das nicht. Aber ich kann hier direkt einfach ein Dings, was ich gebaut habe, kann ich mit der Taste T, kann ich flott wegmachen. Ja. In-game funktioniert einwandfrei und tadellos. Ja. Und dann gibt es hier im Cheat-Menü, das habe ich mir aktiviert und auf die Taste V gelegt. Ja, da kommt im Spiel dann so ein Menü hoch. Ich mache einen God-Mode an, bin dann unverwundbar, muss nicht hungern, mir dürstet auch nicht. Ich sage, ich mache hier Fly Mode an, ja, mach das Menü wieder weg, kann ich durch die Gegend fliegen. Ja, ich sag mal für ein bisschen Debugging und einfach mal gucken, was kann The Forest sonst noch hier und da. Ist das immer ganz nett. Noclip, wenn ich den anmache, kann ich hier. Nee, das funktioniert nur in Kombination mit dem Flugmodus, ne? Kann ich hier überall durch, auch durch den Boden, ja. Das sieht dann auch ganz komisch aus und ist nicht zu empfehlen, außer man weiß, was man tut. Ja. Mit Instant Tree und Instant Build, das zeige ich euch.
Instant Tree ist ganz einfach einmal zuhacken. Ja, jetzt geht wieder nichts, weil ich den Bogen in der Hand gehabt habe. Den Bug gibt es hier auch noch. Einfach mal was verschießen. So, wieder die Axt. Ja, und Instant Tree ist auch schon abgeholzt, ne? Und Instant Build ist auch ganz einfach. Ich baue mir hier ein Feuerchen hin. Platziere das und ich habe mir das auf die Taste F gelegt. Drücke ich die Taste, ist das komplett. Ne? Dann ist auch schon fertig. Die neuen Gebäude übrigens, die sind hier auch schon drin. Ich zeige euch das. Wo haben wir die nochmal? Genau, hier gibt es das, ja, Wood Target. Einfach so eine Holzplattform zum für die Schießübungen. Wir haben hier dann auch noch neu dabei das Bett. Und eben die Skull Lamp. Ja, so eine Totenschädellampe. Hier ist dann die Dekoration. Einfach ein Fell und so ein Totenschädel-Deko-Teil. Und das war es auch schon wieder. Ja. Da gibt es sonst nichts Neues drin. Ja, bin ein bisschen zurückgesprungen, da ich das vorhin nicht gezeigt habe. Weiters gibt es hier noch schön, ach ja, Instant Build, das habe ich euch gezeigt. Weiters gibt es auch noch schön die Geschwindigkeit, kann ich hier mit dem Regler rauf und runter. Dann laufe ich natürlich hier geölt wie der Blitz. Und das macht auch dann, ich sag mal, hier beim beschleunigten Fliegen ein bisschen Spaß teilweise. Ja, oder ungewolltes Fliegen. Mache wieder hier auch ein bisschen langsamer. Ich kann auch das Springen, die Höhe des Springens verändern. Ja. Ja, hier ist auch gut zu sehen. Das macht ein bisschen Licht her, ist ganz nett. Ja, die Geschwindigkeit, wie die Zeit voranschreitet, die kann ich hier. Ihr seht, das geht dann alles ein bisschen flotter voran. Ja. Und ich kann auch sagen, nee, komm, Zeit, hör mal auf, dich zu bewegen. Ich möchte dich hier selbst mit der Uhrzeit einstellen. Ja. Und dann mache ich mir hier. Ja, Tag und Nacht und einen Sonnenaufgang mache ich mir hier. Ja. Aber Wetter ist nach wie vor nicht allzu berauschend. Ja. Und dann werde ich euch noch was vorführen. Das finde ich ist eine komische Sache. Wir kennen ja alle hier, um hier ein bisschen auch beim Spaß zu bleiben. Wir kennen ja alle hier den netten Gänsesee. Ich mache mir hier ein bisschen Mittag und flieg mal hier flott rüber zum Gänsesee. Ich habe mich letztens mal hier gefragt, ja, das mit den Gänsen ist eine nette Sache, aber. Oh ja, wunderbar. Regen. Ich werde euch das mal vorführen. So, für alle, die hier dabei geblieben sind, ich werde euch das noch mal vorführen hier mit dem Regentopf. Ich denke mal, das ist visuell nicht gerade gut zu erkennen. Ja, hier. In der Nacht sieht man nicht nur den Regen, sondern dass im Topf auch schon was drin ist. Ja. Und wenn ich jetzt hier im Inventar gucke, currently clean water. Ja. Das heißt, ich habe hier schon auch was drin. So einfach geht das. Ja, das heißt, ist hier ein bisschen vereinfacht worden. Nee, dich will ich doch nicht. Mit dem Wasser, dass man sich's holt. Ja. Ja, so funktioniert das. Zurück zu den Gänsen. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt letztens hier, was ist los? Ja. Was passiert mit den Viechern an für sich? Ja. Ja, wo ist jetzt dieser Gänsesee hier wieder? Überall dieser Nebel. Ja, und ich dachte mir, die müssen ja auch irgendwo, die Gänse, ne? Die müssen ja auch irgendwo verschwinden. Ja, ich weiß gerade nicht, wo wir hier. Oh ja. Ja, hier ist auch so ein komischer Fischerstand. Ich denke mal, manchmal ist hier einer, manchmal ist hier keiner.
Ja, aber dafür haben wir hier, doch, da sind die Gänse. Und wir fliegen jetzt hier mit den Gänsen direkt mal mit. Ja, und die bleiben hier oben kleben. Das ist ganz komisch, ja. Und wenn man sich die Nähe anguckt, das sind auch richtige Horrorviecher. Ja, die sind ja potthässlich, sind die. Ich sag mal, Mann, Alter, da kannst du dir einen Horrorfilm mitdrehen, ja. Guck euch das mal an hier, ja. Und die sind dann auch irgendwann einfach mal so weg. Das war's. Ja. Ja, und ich dachte mir, das wollte ich euch mal kurz vorführen. Das war auch schon wieder. Was ist neu in the Forest in der Version 0.15, 0.15 B wie Bertha oder Beta? Und das war auch die Neuerung bezüglich Unity 5. Die Engine ist am kommen, wohl in der nächsten Version. Ja, und das war auch Mod AP. Von Soultrinker mit ein paar netten Funktionen, die man gut gebrauchen kann. Ich sag mal, guckt auch rein bei uns im forum.zweifteforest.net. Das war die Axt im Walde. Ich sag danke fürs Zugucken und Grüße an die Freunde. Tschüss!